tatsächlich bei uns in Deutschland immer gleich gewesen. Nur manche Medien haben immer mal ein bisschen was anderes berichtet über irgendwelche Expertenmeinungen. Aber wenn man genau hinschaut, ist es relativ einfach. In den Kulturen wird schon mit dem Niesen unterschiedlich umgegangen. Aber bei uns in Deutschland gilt Niesen nicht als peinlich. Ja, man kann so diskret zwar damit umgehen, aber es gilt an sich nicht als peinlich. Wir haben eine Tradition hier seit dem Mittelalter, dass wenn jemand niest, dass man Gesundheit sagt. Das ist einfach schon eine sehr, sehr lange Zeit. Und erst vor 5, 6 Jahren kam das auf, dass es plötzlich hieß, oh, das ist peinlich, das darf man nicht kommentieren. Nur, wer hat es zu entscheiden? Ja? Das ist nicht so. Es ist einfach so, dass man anders damit umgeht. Es gibt bei uns niemanden, der Regeln postuliert, ja? Sondern es gibt Dinge, die sich entwickeln und man kann einfach nicht mehr so dogmatisch damit umgehen, sondern ein bisschen situativer. Das heißt, wenn ich sage Gesundheit, dann mache ich keinen Fehler. Überhaupt ist das kein Fauxpas. Als Richtlinie würde ich empfehlen, zu überlegen, stört denn der Nieser zum Beispiel in einem Konzert? Ja, wenn ich im Konzert sitze und zuhöre und jetzt niest jemand, dann ist dieser Nieser störend. Wenn ich aber jetzt auch noch Gesundheit sage, der Nächste dann vielleicht wieder Danke und dann einer die Reihe dahinter sagt auch noch Gesundheit, dann stört das alles nur umso mehr, Höflichkeit hin oder her. Muss ich mich als Nieser oder Schneuzer eigentlich entschuldigen? Man kann, also für einen normalen kleinen Nieser kann man sich entschuldigen in einem Gespräch zum Beispiel, wenn man das gerade unterbrechen muss, ja, dann kann man Entschuldigung und dann weiter. Das ist aber mehr so rhetorisch einfach. Mhm. Aber wie gesagt, wenn das Niesen stört, dann überhaupt keine Kommentare. Weder Gesundheit sagen noch entschuldigen. Es hat Ihnen gefallen und Sie möchten immer wieder informiert werden? Hier gibt es gratis Profi-Tipps zu Aussehen, Auftreten und Ausstrahlung im Business. www.schwindvonegelstein.de. Einfach E-Mail-Adresse eintragen.